Hallo Trio, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Neverwinter. Mit mir das Snorks, ich bin der Smirk und wir sind nicht alleine. Nein, wir haben noch ein bisschen Gesellschaft eingeladen. Korrekt. Und ich würde gerne mal eben kurz die Leute vorstellen. Neben mir, ich höre mal auf zu tanzen, ihr macht das so gut, ihr tanzt einfach weiter, habe ich Dragon Fist. Ich guck dich mal an, du Dragon Fist. Erstmal ein riesiger Drachengeborener mit schwarzem Helm. Gott, bist du duster. Wow. Ich sehe schon Ausrüstung aus Avernus angelegt und du hast 490 Trefferpunkte, 121 Kraft, Rüstungsdurchdringung, Verteidigung, Crit und machst uns hier gleich den Wächterbarbaren, das heißt du tankst. Spielst du meistens DD oder eher Tank? Ich spiele beides an sich durch. Also das hast du verbrauchen. Okay. Ja, dafür sind die Charaktervoreinstellungen ja auch da, wobei es halt viele gibt, die wirklich nur den einen Pfad wählen oder so, weil man muss ja im Zweifel auch komplett neue Sets haben und neue Verzauberungen und das kann ja durchaus auch echt immer teuer werden irgendwie. Hast du noch andere Klassen, die du spielst? Also nicht nur ein Barbar, sondern noch was anderes? Früher hatte ich einen Paladin, aber seit Mod 15 spiele ich den irgendwie nicht mehr, weil ich eine Pause hatte. Okay. Aber jetzt hat sich Magie hoch. Okay. So, den Doc Smirk gucke ich mir auch mal ganz kurz an, weil den habt ihr auch schon lange nicht gesehen. Ich lasse meine Hose an. Musst du Angst haben. Ja. 22.300 nur als Gegenstand, nur als Gegenstandsstufe. Ja, du hast recht. Du bist aber auch noch auf die ganzen fellbesetzten Kiono und so, wegen Nahkampfkräften und so weiter. Also noch nicht die neue Avernus-Ausrüstung, bis auf, ich glaube, Schuhe sind da irgendwie her. Ja, die Schuhe sind da. Okay. Ja, ja. So, du hast nur, deswegen auch immer Glaskanone, 224.000 Trefferpunkte. Ja. Deswegen fällst du auch immer um, wie, wie so eine Fliege. Deswegen habe ich ja meinen Tank dabei oder den Heiler wie du. Du kratzt dich auf dem Boden wieder auf, genau. Wie kannst du eigentlich mal überhaupt ohne mich spielen? Ich verstehe es immer gar nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist in meinem Leid, ist das, ja. So, 141.000 Kraft. Der Rest ist, ich sag mal, Verteidigung. Kritischer Trefferwert ist vor allem niedrig. Robustheit ist niedrig. Aber Kampfvorteil immerhin 139.000. Das ist ja schon mal was. So, und was willst du mal werden, wenn du groß bist? So schön wie du? Nein. Danke, reicht. Dann gehe ich hier weiter zu Emschi, die Erste. Jawohl. Untersuchen. 23.900 Hexenmeister Höllenbrote. Ein Sanitäter von den Psychos. Cooler Titel. Sanitäter ist gut, ja. So, hier sehe ich auch schon die Avernus-Ausrüstung in Teilen, das brünierte Set als Waffen, Attribute, 309.000 Trefferpunkte, 165.000 Kraft. So, und Crit-Vermeidung ist noch ein bisschen niedrig mit 50.000, aber dafür ziehen wir 77.000. Wow. Ich sehe gerade 50.784. Okay, ich habe 77.500. Okay. Es ist manchmal mit diesen Werten hier seltsam. Das wechselt auch manchmal, wenn man rein und raus geht, hat man auf einmal ganz andere Werte und so. Okay, also ich sehe 50.000, Zielgenauigkeit dafür 90.000, Robustheit sehe ich jetzt 47.000 und Kampfvorteil von 131.000. Mhm. Vor allem, was ich immer gut finde hier, empfangene Heilung minus 13,7%. Ich spiele den Heiler hier, ich habe schon wieder richtig Spaß. Ja, ich stelle gleich den Segen um. Warte. Wow. okay, dann haben wir Mama, du weißt du. Ja, mit einer Gegenstandsstufe von 26.300. Als Schurke wirst du gleich alle umholzen hier. Du hast auch schon Ausrüstung aus Avernus angelegt, zumindest zum Teil. Ja, der Rest auch ist Schrott eigentlich. Wo ist der? Ja. Attributswerte 351.000 Health, 190.000 Kraft, Rüstungsdurchdringung 90.000 Verteidigung mit 68 fast der niedrigste. Nee, Crit-Vermeidung ist noch niedriger. Nee, Robustheit ist noch niedriger mit 49.000 zumindest in meiner Ansicht und Kampfvorteil 142.000. Ich gucke nur eben auf die empfangene Heilung, da 26,4%. Hey ho, so wollen wir das sehen. Find's gut. Das freut den Heiler, das ist doch sehr geil. Da ich selber Heiler spiele, weiß ich, wie scheiße das ist, wenn jemand
so wenig Wangenheilung hat. Das ist einfach, ich sag mal, minus 25% sind echt böse. Das hatte ich die Woche. Das hatten wir Heiler, glaube ich, alle mittlerweile. Und ich glaube, wir müssen dazu auch mal ein Video machen. Was machen wir heute? Du spielst aber auch spielst alle Klassen erstmal, ne? Genau. Ich bin gerade am letzten Charakter hochziehen auf 80 und dann habe ich alle auf 80 oben. Ja, wobei 80 ist ja schnell erreicht, dann geht's ja erst los mit den Gegenstandsstufen und das ist dann böse. Sowas haben wir vor. Ihr seht es im Hintergrund an diesen drei lustigen Runen hier. Wir sind bei den Meisterexpeditionen, wollen aber eigentlich gar keine Meisterexpedition machen, sondern... Na, wer sagt es? Den Watcher. Watcher! Den Watcher! Auf und, geht's! Die Leute haben ein bisschen Angst, deswegen wollen sie nicht die härtesten Watcher machen, aber wir dachten uns, wir haben die auch noch gar nicht so gezeigt und da gibt es so ein paar Mechaniken, die man beherrschen muss. Also ich würde sagen, im schlimmsten Fall, wir rennen jetzt da so ein bisschen durch, müssen allerdings diese Dinger da einsammeln noch, damit sich die Chance ein bisschen erhöht, aber ansonsten die Dinger? Haben wir es relativ eilig. Ja, diese, wie heißen die denn noch? Die Relikte. Danke. Dinger. Danke. Nennen wir sie heute Relikte. Wir nennen sie Relikte. Ich werde das Fakt sagen. Los geht's. Bleibst du stehen? Da. Dann die Socks. Das muss weg. Hier bin ich ja als Heiler fast gar nicht gefordert. Musste jemand geheilt werden? Nö. Rennen wir nicht so weit weg? Ich. Immer. Das stimmt allerdings. So, ich zieh mal die Aggro ein bisschen. Kann ich auch ganz gut. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe als Heiler relativ oft irgendwie bei bestimmten Dungeon auf einmal die Aggro. Also hängt natürlich vom Tank ab, klar, aber lustigerweise. Heil-Output ist so hoch, ja. Ja, genau. Mhm. Der macht dem Gegner Angst, dass ich die Aggro ziehe oder genau, was? Ja, nee, ist klar. Jetzt kann ich sie Gegner. So, ich hole meinen Freund raus, weil so ganz allein will ich ja auch nicht rumlaufen. Da hinten ist noch so ein Ding. Ja. Oh, Gegner. Was machen wir? Aber von hier sieht der echt gut aus, wie er das so macht. Bis auf dieses Hoch- und Runterhüpfen. Das war jetzt ein bisschen peinlich, fand ich. Aber sonst. Ansonsten sah es schick aus. Gehen wir den normalen Weg oder mit Abkürzung? Ich würde Abkürzung gehen, weil da hinten ist ja nie was. Also das ist ja schon der normale Weg. Also wer es nicht weiß, Meisterexpedition, es gibt so ein paar Wege, die muss man nicht gehen, weil da sind weder Relikte noch in irgendeiner Weise führt das zu irgendwas. Dann springt man einfach nämlich irgendwie ein bisschen runter oder verkürzt den Weg. Also es gibt so ein paar Dungeons, da kann man das machen, aber das ist irgendwie... Habt ihr der Treppe nachgeguckt, ja, ne? Ja. Und alle jetzt Zu zweit. Ich war nicht alleine. Und war Harry Potter da? So, ich schätze mal, der letzte wird dann wieder ganz kurz vorm Eingang da liegen. Guten Tag. Guten Abend. Oha. Geh weg. Crossbow. So, haben wir den ersten Raum schon geclearet. Der Dungeon, teilweise. Bleibt da stehen? Ach, was war das spannend, als man das erste Mal gemacht hat und die GS gerade ausreichte, um das Ding sozusagen zu machen. Oh ja. Wenn man überlegt, wie man es jetzt macht, ist auch irgendwie... Also, man merkt tatsächlich immer, wie sich der Charakter weiterentwickelt, finde ich. Das haben die eigentlich ganz gut gemacht. Das ist an ganz vielen Stellen so, wo man wirklich sagt, Alter, das war vorher so schwer und dann auf einmal denkt man da gar nicht mehr drüber nach. Ja, ist so. Also, ganz ehrlich. Also, Grab der neuen Götter war damals, als das auch Level 70 das höchste war, irgendwie so, wo ich dachte, wow. Ja, jetzt machen wir das so mit zugebundenen Augen. Ja, ne? Das läuft man in der zufälligen Warteliste so irgendwie, ja. Ja. Also, hängt auch immer von der Gruppe ab, klar. Und mit Randoms ist alles ein bisschen schwieriger, aber trotzdem so insgesamt ist das ja... Schwieriger? Das ist total bis unmöglich, würde ich behaupten. Ach,
Das kommt auf die Randoms drauf an. Also ich habe auch schon da gute Gruppen gehabt, aber es gibt halt so und solche. Ja. Wie immer im Leben. Jeder so eine und solche. Klicker, klicker. Was ist das hier? Wie, ihr seid, habt da den ganzen Raum ja noch nicht geklärt? Ihr seid noch nicht ganz durch den Dungeon durch? Ah, ich bin auch nicht reingelaufen. Da habe ich mir extra Zeit gelassen, hinterher zu kommen. Und was, hier sind noch Gegner? Das kann ja nicht sein. Ja, ich warte immer schön brav auf den Tank. Direkt. Ich bin nicht runtergefallen. Ja, witzig. Ich mache immer eine andere Tour. Du machst die Sightseeing-Tour für Urlauber und Touristen. Genau, ich mach mal so einmal den. Aber das ist. Sieht einfach anders aus. Okay. Wir haben vier, ne? Ja. Naja, du brauchst im Prinzip nicht nur runterspringen. Diese hier, die an der Treppe stehen und noch einen Raum, rechts oder links, und dann ist der Schlüssel da. Dann brauchst du die da hinten alle gar nicht mehr machen, die ganzen Räume. Ja. Genau, das weiß ich, ja. Genau, was wir halt noch machen müssen, ist mal eben gucken, ob da noch irgendwelche Relikte irgendwo liegen. Ja, wir haben jetzt vier, das wird... Es fehlen noch zwei. Ja, korrekt. So, hier liegt keiner. Ich gehe mal eben durch die Tür. Weil einer müsste ja noch hier irgendwo liegen. Ich bin zwar nur der Heiler, ich werde nicht kämpfen, aber nee, hier liegt auch nichts. Okay, dann ist der dritte ist dann drin. Der dritte ist dann drin. Wir haben keinen mehr, ja. Ein Torschlüssel ist noch nicht, ne? Nein. Nee, ein nee. Raum fehlt noch. Ja, ist hier oben links. MG. Alles gut. Klopp, klopp. Das sollte reichen. Ja. Wer möchte öffnen? Wahnsinnige Geschwindigkeit. Wieso? Wer möchte öffnen? Gibt's da einen Bonus für? Vielleicht haben wir ja einen Glücksbringer dabei. Ja, so. Ja, erstmal müssen jawohl, wir die jetzt Watcher. Hier umhauen und dann... Das passt doch gut. Erste Runde und gleich ein Watcher. Oh, das ist so ein Traum. Ja, an mir hat's nicht gelegen, auch wenn ich die Tür geöffnet habe. Und da ist der Watcher. So, jetzt mal eben für alle, die noch nie was davon gehört haben. Also, wenn ihr vorne drei Runen reingepackt habt, diese Relikte aufgehoben habt, kommt in dem zweiten Abschnitt, in dem wir jetzt gerade sind, eventuell dieser Geist hier, der ätherische Schatten. Und dem kann man was schenken, so eine Essenz, und dementsprechend, welche Essenz man ihm gibt, kommt einer der Watcher. Das sind so ganze große, böse Gegner. Da gibt es die, wenn man die Essenz der Trauer gibt, dann kommt der Wolf. Die Essenz des Verlangens, da kommt so ein Rittersoldat. Essenz der Reue, da kommt ein Hirsch, ein ganz großer. Und Essenz der Verzweiflung, Batiri. Und jeder dieser riesigen Bosse hat eine unterschiedliche Mechanik, die man kennen sollte, um das vernünftig zu machen. Und vor allem aber auch, jeder dieser großen Watcher lässt eine unterschiedliche Waffe fallen, die einer aus unserem Team denn kriegt und für möglichst seine Klasse irgendwie nutzen kann. Weiß denn einer, was der Wolf für Waffen fallen lässt? Mal eben so blöde in die Runde gefragt. Ich hab keinen Plan. Ja, für den Schurken die Schildhand, für den Barbaren die Schwerthand, ebenfalls für den Kämpfer und den Waldläufer. Genau. Wow. Ihr seid echt gut. Ich brauche eigentlich, warum rede ich eigentlich die ganze Zeit? Das könnt ihr ja auch machen. Das ist Mama, die weiß das. Genau. So, also, das heißt also, wenn ihr da sozusagen so für den die Schildhand haben wollt oder die Haupthand haben wollt, müsst ihr halt erstmal wissen, wer lässt überhaupt was fallen. Und dann müsst ihr halt das Loot-Luck haben, dass ihr in der Gruppe, die anderen können aber auch ablehnen sozusagen. Oder wird's jetzt eigentlich ins Inventory gespült oder wählt man noch? Ich weiß das gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ist schon eine Weile her, dass ich es gemacht habe. Weiß das einer von euch? Kriegt man so ins Inventory gespielt dann ein oder wählt man noch und sagt, kann passen oder je nicht? Je nachdem, das wie das eingestellt mehr. Ist, ja. Okay. So, und ja, also ihr dürft nochmal kurz überlegen, welche Essenz ihr haben wollt. Also Wolf, Soldat, Hirsch oder Batiri.
Wolf ist der einfachste, Soldat würde ich sagen, ist der zweite. Und bevor ihr ihn anschaltet, sollten wir dann nochmal eben kurz durchgehen, was der so macht, damit die anderen schon mal wissen, was sie erwartet. Also wollen wir den Wolf nehmen? Ja, bringt ja am meisten, ne? Okay, also der Wolf ist ein ganz großer Wolf, so, und im Prinzip auch wirklich der einfachste, weil der am wenigsten Mechanik hat, sondern da muss man halt DPS machen, der Tank muss tanken, vernünftig, und die anderen, ich muss heilen und ihr müsst ordentlich draufhauen, weil die anderen Watcher haben alle viel komplexere Mechaniken, also macht manchmal auch Sinn, dass der Tank sich in irgendeine Ecke stellt, an eine Treppe oder sowas, dass die anderen schön von hinten immer, um den Kampfvorteil zu nutzen, auf ihn draufhauen. Es gibt verschiedene Orte, wo genau, also entweder manche stellen sich hier in die Ecken bei den Treppen hin als Tank und dann steht der Wolf nämlich da, wo jetzt Dragonfist steht und hauen drauf, also aber im Prinzip, wenn der Tank tankt, geht's, wenn nicht, dann müssen die DDs mehr draufhauen, das werden wir dann sehen, aber probiert's einfach mal. Ich würde sagen, first try, wir gucken einfach mal, wer würde die Essenz spenden? Ja, kann ich reinschmeißen. Toll. Sehr gut. So, der ich gehe mal weg, damit der Tank der einzige ist, den der Wolf sieht. Ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht. Ich verstecke mich. La 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 la. Ich stehe hinter dem Pilz. Ich bin gar nicht da. So. Also, er geht ja gerne zu dem, der den meisten Schaden macht. Huch! Kann also auch passieren. Knüppel. Eieiei, aber ihr seht schon, der teilt gut aus. Das war schon mein erster Tod. Nach 5 Toten ist man draußen. Aua. Oder mein zweiter. Ja, Dragonfist gut, jetzt ziehen in der. Oh, das, also ich bin gleich raus, wenn das so weitergeht hier. Gut, da Aua. Kann man ja auch den kleinen Trick mit dem Altar benutzen. Ja, kann man. Kann man. Kann man. Erzählst du was für einen Trick du meinst? Also ich kenne ihn, aber unsere Zuschauer bestimmt nicht alle. Ja, also der Tank meistens, derjenige, der die Akku hat, zieht immer den Wolf oder generell den Watcher in ein Eck und im gegenüberliegenden Eck kann man einen Altar dann legen. Und dann kann man sich die Totenköpfe im Hals schaffen. Alter. Autschi. Hier geht's ja richtig ab. Aua. So, ich bin raus. Okay. Das waren 5 Tode. Das ist schlecht. Ja, ihr braucht doch keine Heiler da, oder? Ach so, war. Das Schwert haut aber meistens mehr zu als der Wolf. Eigentlich schon, aber. Aua, 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 aua. Sag mal. Was heute ist der leichteste? Autsch. Eigentlich ist das der leichteste, ja. wir stellen uns gerade einfach nur blöd an, fertig aus. Wow, statt 17 Waffen haben wir kassiert. Aua, es schwingt auf ein Drittel runter. Hilfe. Ah! Das ist jetzt, glaube ich, mein fünfter. Und mein letzter. Oh oh. Oh oh. Nein. Nein, doch. Nein, doch. Ah. Der ist ja ganz schön agil, der Junge hier.
Ja, also der Trick ist wirklich, dass man den Tank muss ihn irgendwie in einer Ecke halten können, sonst wird's halt immer schwierig, aber das kann man auch nicht immer so beeinflussen. Also das. Komm her. Noch ein bisschen. Zitrone. Alter. Da ist er. Ja. Weg ist er. So ein goldener Langbogen, so, das macht das. So, wer ist hier der Waldhüter? Ich. Ja, soll ich jetzt angreifen? Oder? Wer hat ihn noch nicht gehabt? Wer braucht ihn? Falls ihn noch brauche, ich ist zum Beispiel so. Ich drück einfach mal irgendwas. Aua, ich will umhauen hier. Was soll denn das? Klopp. Au. Was macht ihr denn hier? Müsst ihr so hart sein? Naja, ich hatte euch den ganzen Dungeon mitgebracht. Ich dachte, wenn ihr die schon nicht klärt, dann trigger ich mal alle Gegner und bring die dann noch hierher. Ich hab keine Ahnung, weil die ganzen kommen. Ich bin durch jeden Raum gegangen und ich hatte ja nichts zu tun und hab die alle hinter mir hergezogen. Ich fand's schön brav. Du bist so nett. Ja, was? So, das war also der Wolf. Der war ja super einfach. So, wer hat den jetzt gekriegt, den Bogen? Ich. Oder? Cool. Dann zeig den nochmal kurz in die Kamera, dass die Leute auch sehen, was du Tolles da gekriegt hast. Goldener Langbogen des Beobachters. Der ist natürlich auch grün. Ja. Da ist er. Und was, du musst mal eben den, warum alle da auf das Watcher-Set eigentlich so scharf sind, sagen, was der besondere Bonus dieses Bogens ist, dieses Set. Das Fire-Set, wenn man beide Waffen hat. Ne? Zu Beginn des Kampfes werdet eure Kraft, Rüstungsdurchdringung, kritischer Trefferwert und Verteidigung um 1% erhöht. Für alle 5 Sekunden, die ihr im Kampf seid, werdet dieser Wert um weitere 1% gesteigert, maximal 5%. Also nach 5 Sekunden. Nach 5 mal 15, 25. Ja, 25 Sekunden seid ihr also mit 5% dabei. So, und Mama, du weißt, du hast auch den Feenwolf da, wie ich das so sehe. Ich versuche die mal nebeneinander zu stellen, unsere beiden Wölfe hier. Ja, so der einfach. Kleine Begleiter. Genau, das ist, sowas gibt's ja auch immer. Diese ganzen, ich komme gleich drauf. Diese ganzen Watcher gibt es dann auch noch als epische Modegefährten. Gibt's halt verschiedene, je nachdem, welchen man umgehauen hat. Hier zum Beispiel ist der Hirsch, das ist der andere, einer der Watcher. Die kann man dementsprechend da auch kriegen. Aber es ist halt dann mit entweder Würfelglück oder man schenkt es dem einen oder so verbunden. Ja, aber jetzt macht man im Prinzip die Meisterexpedition zu Ende. Das heißt, der letzte Raum steht nur an und müsste dann wieder von vorne starten, um diesen Watcher nochmal oder den nächsten Watcher zu machen. Und so geht das denn. Und ihr merkt schon, die Watcher sind selbst für so eine Gruppe hier mit 26.000er und 190.000 Kraft und ich weiß was, schon nicht so ganz ohne. Aua. Da fliegt man, wenn man die farmen will, muss man echt schon sehr gutes Stellungsspiel haben. Oder halt bei einem oder zweien gibt es noch ein paar Tricks, die man anwenden kann. Aber Tricks? Wir beenden das hier jetzt erstmal. Ja, wobei sie davon, also es waren einfach ein paar Bugs. Ein paar wurden auch gefixt, aber ein paar Sachen sind tatsächlich auch noch. Okay. Weil es gibt so manche Räume, da kann man sich so hinstellen, wo die Watcher nicht hinkommen. Man kann sie dann von weit weg irgendwie erledigen und so. Aber das, einiges davon haben sie gefixt, anderes geht noch. Aber man will es ja auch vernünftig erspielen. Schlupf. Sagt er was? Nee, ne? Nee. Bei mir schon. Gurtuks Stiefelchen. Gurtuks. Wer war eigentlich dieser Gurtuk? Und warum lässt er seine Stiefel von irgendeiner blöden Riesenkrabbe fressen? Mal ehrlich. So, noch ein Stück voll. Kiste öffnen. Genau. Essenz der Frau. Wer war das denn? Die Mama weiß das. Ja, das war ja einfach. Aua, 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 der hat ganz schön blutige Nase bekommen, ey, meine Fresse. Meine Arme ist ab. Hm.
Du stotterst so vor dich hin, was wolltest du sagen? Ich bin total begeistert, dass wir hier noch was gefunden haben bei dem kleinen Wolf. Ja, vor allem hast du es auch noch gekriegt. Ne? Ich habe einen Cent jetzt noch nicht fertig. Also das muss ich noch irgendwie ich muss noch mal laufen, glaube ich. Ja, und selbst wenn du es dann fertig hast, musst du es erst noch wieder hochziehen, weil es ist ja nur grün. Aber jetzt bin ich mal ganz gemein. Du hast jetzt nur ein Set, jetzt brauchst du das zweite Teil. Welchen Watcher müsstest du denn für die Nebenhand des Bogenmarkers, des Waldläufers kriegen? Den anderen. Ja. Und welchen? Welchen? Den ich hab vor nicht laufen. Was? Nochmal? Den Hirsch. Genau. Ich wollte sagen, der Hirsch passt eigentlich super dazu, genau, ja. Das war meine zweite Wahl, ja. Hat damit aber nichts zu tun, aber ja, genau. Also der Hirsch hätte für dich dann die Nebenhand. Ja, genau. Und beim Barbaren die Nebenhand? Der Barbar braucht den Wolf und die Hexe, beziehungsweise die Geist. Batiri, genau. Batiri für die Nebenhand und den Wolf für die... Nee, andersrum. Für die Haupthand den Wolf und für die Nebenhand den Batiri, die leider den härtesten. Genau. Also härter als der Wolf. Ich muss heulen. Ja, also der Wolf springt nur und teilt richtig Schaden aus. Wie gesagt, mit einem vernünftigen Tank und die Gruppe steht hinter dem Wolf, ist das... Noch der einfachste. Ja, Der Soldat zum Beispiel hat so ein blaues Schild um sich herum und so einen kleinen blauen Kreis um sich herum. Und da können nur Nahkämpfer, du musst innerhalb dieses blauen Kreises um ihn herum stehen, um sein Schild runterzuprügeln, um ihn dann kurz hauen zu dürfen. Dann kommt das nächste Schild und also nur Nahkämpfer, alle direkt um als Gruppe um diesen Soldaten herumstehend und das Schild runterprügeln, dann auf den Soldaten einhauen. Beim Hirsch, der ist eigentlich nur zu schlagen, wenn man den in so, da fliegen so rote Blätter rum, oder was ist denn das? Blätter? Ja, sind Blätter, oder? Keine Ahnung. Und da muss der Tank den Hirsch immer wieder zu so roten Blättern hinlocken, weil ansonsten ist der unkaputtbar. Also da kannst du sonst drauf rumhauen, da tut sich gar nichts. Und was muss man bei Batiri machen? Wer weiß das? Oh Gott, runterhauen, dann muss man auf die Geister aufpassen, wo die beschwört, da muss man aber vorher noch irgendwie was mit diesen Schild brechen, glaube ich, war das. Die Spieler kriegen so Ketten, verschiedene Farben. Es gibt grüne Ketten, rote Ketten, orange Ketten, rote Ketten, und als Heiler muss man da richtig arbeiten, weil wer eine rote Kette hat, der muss geheilt werden, der wird das Leben rausgesogen bei diesen grünen und orangenen Ketten. Das ist so eine Art, da musst du so eher als die von so einem Fluch befreien. Und wenn die denn alle weg sind, diese Flüche, dann kannst du den Typen erst runterhauen. Das geht aber einigermaßen gut und ist der Typ auf 50% Health runter. Dann holt er noch ein paar Kumpels dazu und dann wird's richtig haarig irgendwie, dann wird's richtig voll. Also die Mobs rennen dann hinter den Leuten her, die roten Ketten haben, also die ohnehin schon Hells verlieren. Da rennen dann auch die Mobs hin und wollen die verprügeln. Also als Heiler hast du da richtig gut zu tun. Und dann stunt der Boss dich auch noch mit irgendwie seinem Blick oder sowas, war das irgendwie. Das war alles richtig, richtig nervig. Also das ist so der böseste von allen und da musst du auch mehrere Anläufe machen als Team, um dich da einzugrooven, meine Erfahrung. Ja, Watcher ist nicht einfach. Ganz ehrlich, gerade denn, aber lustigerweise, ich meine, wir sind alle Level 8, das wurde Level 80, mittlerweile haben alle eine Gegenstandsstufe von, ich schlag mich tot, also ihr seid ja schon richtig weit oben mit euren Zahlen, also insofern trotzdem knallt der richtig rein. Also fast mehr als in so manchem anderen End-Dungeon irgendwie. Der Wolf springt einen an und die Hälse ist weg. Plupp. Es geht so mit einem Schlag. Echt böse. Ja, vielen Dank, dass ihr erstmal dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.